Ricky, Heimspiel morgen Samstag gegen den SC Freiburg 2. Was für ein Spiel erwartest du? Boah, es wird, glaube ich, ein schwieriges Spiel. Es ist eine spielstarke Mannschaft, die ja von hinten mutig rausspielen, alles probieren werden. Jetzt auch, glaube ich, nicht optimal gestartet sind. Keine optimale Saison gespielt bis jetzt. Deswegen müssen die auch. Wir müssen genauso. Und ja, das wollen wir morgen zeigen. Du hast ja selbst mal bei der zweiten Mannschaft gespielt, bei Werder Bremen 2. Was sind so diese Eigenschaften von so einer zweiten Mannschaft? Ja, du kannst auf jeden Fall ein bisschen unbefreiter aufspielen, sage ich mal. Du hast nicht diesen Druck wie eine Mannschaft, die es vielleicht aufsteigen will oder unbedingt gegen Abstieg spielt. Du kannst einfach dein Spiel spielen, kannst mutig sein, kannst dir auch mal vielleicht Fehler erlauben, die du dir woanders nicht erlauben darfst. Deswegen bist du einfach befreiter, sage ich mal. So rückblickend auf das Saarbrücken-Spiel geschaut, wir haben 1:1 gespielt. In der zweiten Halbzeit hatten wir das Momentum auf unserer Seite gehabt. Wie ärgerlich war es im Endeffekt, dass wir dann doch wieder den Gegentreffer kassiert haben? Ja, extrem. Vor allem Derby-Sieg hätten wir alle sehr gerne mitgenommen und dann noch so einen späten. Da haben wir auch recht spät das Tor gemacht und dann hätten wir es einfach über die Zeit bringen müssen, dass wir dann den Sieg mit nach Hause nehmen. Dann noch bei Saarbrücken, wir haben dann umgestellt in der ersten Halbzeit von der Viererkette auf die Dreier- bzw. Fünferkette. Für dich als Sechser, was für Unterschiede macht das aus? Ja, macht jetzt keine großen Unterschiede. Also wir sind ja eh im Zentrum, die Sechser eher defensiv als offensiv. Von dem her hat sich jetzt nichts großartig geändert. Klar sind die Abläufe dann für die Kette anders, dass sie dann mehr durchschieben muss. Ansonsten hat sich jetzt nichts großartig geändert. Wir konnten natürlich ein bisschen besser nach vorne verteidigen von hinten raus. Und ja, das ist so der größte Unterschied. Grundsätzlich hast du dich in den letzten Partien wirklich auch in die Startelf etabliert. Wie würdest du deine eigene persönliche Entwicklung hier sehen in den wenigen Monaten? Ganz gut. Ich kam ja aus einer Verletzung und da musste ich mich bis hatte ich ein bisschen was aufzuholen, musste mich reinarbeiten. Aber das ist mir meiner Meinung nach immer besser gelungen von Woche zu Woche. Dementsprechend versuche ich so weiterzumachen, weiter Gas zu geben, Zweikämpfe zu gewinnen, mein Spiel auf den Platz zu bringen. Grundsätzlich bist du noch hier nach Mannheim gekommen. Neuer Verein, neue Stadt. Wie hast du dich eingelebt, würdest du grundsätzlich sagen? Ja, gut, würde ich sagen. Also es ist natürlich immer leicht, wenn man noch ein paar alte, bekannte Gesichter hier hat. Das war der Fall mit Fredo, alte Sechel. So, von dem her war es gut. Mit meinen Freunden auch alles top hier. Gut eingelebt, von dem her passt alles. Jetzt gegen SC Freiburg auch wieder mit der Fanunterstützung, auch wenn du vorher bei Traditionsvereinen schon gespielt hast. Wie schätzt du hier so die Fanbasis ein? Wie sehr macht es Spaß, vor unseren Fans zu spielen? Ja, ist überragend. Also jetzt auch in Saarbrücken, ich glaube, der Gästeblock war ausverkauft, haben uns super unterstützt. Auch in den ersten 30 Minuten, wo es nicht so gut war von uns, waren sie immer hinter uns. Und dann haben wir natürlich die Unterstützung auch gebraucht. Haben wir sie bekommen und das hoffen wir jetzt auch am Samstag, dass wir sie wieder bekommen. Gibt es für dich am Samstag so einen Schlüssel zum Sieg? Ja, das glaube ich wie in jedem Spiel. Wir müssen unsere Leistung auf den Platz bringen, müssen sprinten, Zweikämpfe gewinnen, aggressiv sein. Ja, Basics sagt man ganz gerne dazu. Ja, die müssen da sein und dann haben wir die Qualität in der Mannschaft, dass wir das Spiel auch gewinnen. Dann wünsche ich mir viel Spaß jetzt beim Abschlusstraining und dann ganz, ganz viel Glück morgen gegen SC Freiburg. Danke.